Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car. So, ich habe jetzt, was habe ich denn getan? Ich habe im Vorfeld kurz was gegessen und jetzt habe ich den Faden verloren, was ich habe. Ja, und ich habe die Sauna eingeschaltet, weil wir sind dreckig und duschen kriege ich irgendwie nicht hin und irgendwie habe ich gehört, mit Sauna wird man auch sauber. Jetzt schauen wir mal. Das Wichtigste zuerst, ne? Und ab geht er. Ja, dann wird Durst auch mal erledigt. Und dann lassen wir mal ein bisschen Wasser ab. Mein Bier habe ich auch schon offen hier. Nebendran, weil ich muss mich dem Spiel anpassen. Kein Ding. Oh, das hört ja gar nicht auf hier. So, abschütteln, komm, mein Freund. Wir wollen die Hinterachse einbauen. Was war das jetzt? Sorry. So. Jetzt warten wir noch ein paar Minuten, dann gehen wir mal kurz in die Sauna. Ich will das auch mal da sehen. Habe ich den noch nicht hochgebockt? Ich hätte schwören können, den hatten wir letztes Mal hochgebockt. Egal. Machen wir es halt jetzt, ne? So, geht's weiter. In den letzten Folgen haben wir vorne alles fertig gemacht. Ich hoffe, dass da alles drin ist. Und jetzt geht's weiter. Der Hinterachse, dass wir das Ding mal auf die Räder stellen. Und dann, glaube ich, gehen wir das große Geschichte an und bauen den Motor ein, ne? Komm schon, war's das? Das war's doch noch nicht, oder? Nein, geht doch noch. Aber irgendwie nervt es, die Steuerung ist. Ich kann mich nur wiederholen. So, jetzt ist er ganz oben. Okay, dann geht's los. Diese Viecher sind furchtbar. Moment, so jetzt. Hier habe ich dieses Moskitospray. Das hilft aber so gut wie gar nicht, habe ich das Gefühl. Na naja, gut. Jetzt schauen wir mal. Wo geht's denn hier weiter? Ich würde sagen, wir nehmen diese Teile hier. Die Trail Arm. Das war jetzt RL für rechts. Kann das sein? Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Muss immer wieder runter hier. Links wahrscheinlich. Für R für Rear und L für links. Ja, so sieht es nämlich aus. Gleich den zweiten. So, Freund, komm her. Boah, die Moskitos. Ich habe gedacht, das Moskitospray hilft. Hallo. Anders greifen. Das war auch nix. Das ist blöd, ich kann den eigentlich nur in eine Richtung drehen. Okay. Schlüssel. Schlüsselchen. Na. Also das Handling müsste man manchmal echt verzeihen, dass ich mich manchmal echt bisschen blöde anstelle. So, jetzt kriege ich ihn wieder nicht geöffnet. Komm schon. Jetzt. Okidoki. Vergessen, in den Schraubermodus zu gehen. So. Wo ist er, der Kollege? Da ist die Schraube. Das war nix. Auch nichts. Naja, wir arbeiten es durch. Gut.
Moment. Gleich brauche ich noch ein Bier, das geht so nicht. Diese Moskitos, die klingen so realistisch, das ist abnormal. Ich zuck da jedes Mal zusammen. Ich mag die Viecher einfach nicht. Ja, da ruft jetzt wieder einer an, der irgendwas von uns will. Sollen wir uns nochmal Finish reinziehen, ha? Also gut, hast gewonnen, dann hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Tässä sanoisin, mutta meidän toi likakaivo, niin se on arjen myöten täynnä, että paska pursua ihan minne sattuu siellä, että tulisi hoitamaan sen kuntoon, niin päästään jatkamaan kukin elämiämme tässä sitten, mutta kiitos vaan. Das hört sich an, wie wenn er mich gleich abschlachten möchte, so. So, was weiß ich. Total gewaltbereit oder so ähnlich. Also unglaublich. So, was kommt als nächstes? Mal die Federn probieren. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Probiere mich da jetzt einfach mal durch. Weiß nicht, ob ich die irgendwie anschrauben muss. Sag bloß, die Federn dürften jetzt wohl nicht Seiten angeordnet sein. Okay, dann nicht. Bleibst du mal liegen. Dann nehmen wir halt mal Stoßdämpfer. Okay. Oh Leute. Oh, ich habe keine Ahnung. Hallo, jetzt habe ich es gerade abgelegt, weil ich das Telefon wollte und jetzt geht der. Jetzt legt er auf. Also gut, konzentrieren wir uns auf das hier. Warum kriege ich den jetzt nicht hier rein? Ich weiß doch auch nicht. Da muss ich den von oben einsetzen. Kann doch gar nicht sein. Oh. Das fängt ja gut an. Das fängt ja schon gut an. Da geht gar nichts heute. So. Probieren wir es nochmal. Da kann ich doch nicht von. Glaube ich nicht. Nein, das wäre ein bisschen übertrieben. Ne, das muss hier rein. Logisch vorgehen. Der müsste oben sein. Und das ist unten. Was ist denn das? Was ist denn das? So, jetzt pass auf. Oh, Leute. Leute, so wird das nix. Meidän likakaivo olisi ihan täyntä se tulseks putsailemaan sen. Et et jos viitte sit tulla, niin mä sit maksaa se sul sit. Ja. Das machen wir irgendwann später, diese Telefonanrufe, weil der eine wollte Feuerholz. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was der wollte. Naja.
muss doch aber irgendwo hier einsetzbar sein. Ich muss das irgendwie anders packen. Mal so probieren. Hatten wir nicht beim letzten Mal die Karre lackiert? Wieso ist die schon wieder so rostig? Da war es gerade. So, einen zweiten holen. Oh, ich glaube, wir müssten mal zu unserer Sauna gehen. Zeige ich die noch schnell hier rein. Schauen wir mal. Runter mit dir. Da war es doch. So. Okay, jetzt gehen wir mal schauen, mal, ob die, wie weit die Sauna ist. Weil. Muss ich auch mal austesten hier. Machen wir uns mal nackig. Aber vorher was gegen den Durst. Ja, genau. Schön ins Eck pfeffern, die leere Flasche. Gut, gehen wir mal da rein. Machen wir mal einen Aufguss hier. Schließen. Schließen. Oh. Da ist die Tür, okay. Okay. So, wie kriege ich die jetzt da rein? So. Ich habe doch keine Ahnung, was ich hier tun soll. So, irgendwie ist das hier nichts. Müssen wir den Eimer nehmen? Und den mal darüber kippe. Wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Nö. Ja, es ist ein tolles Spiel. Auf jeden Fall ist die Steuerung ein Traum. Da geht mir jedes Mal das Herz auf. So und so und jetzt kommt schon. Muss ganz runter. Jetzt habe ich den eingetaucht. Muss doch irgendwie ausleeren können. Okay, ich gebe es auf. Lass das Ding jetzt laufen, ist mir egal. Ich gebe es auf, dann sind wir halt dreckig. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Okay, jetzt hatten wir die Stoßdämpfer dran. Jetzt probiere ich das trotzdem nochmal mit der Feder. Ob ich die auch noch eingesetzt kriege. So. Die muss doch hier irgendwo drauf sitzen. Diese Feder muss doch hier irgendwo drauf sitzen. Oder kommt die erst später? Nein, die kommt hier hin. Gut, dann nicht. Also gut, dann schrauben wir mal Stoßdämpfer fest. Ist nur die Frage, wo. Da muss doch hier unten auch geschraubt werden, ne?
Sehe noch nicht einmal eine Schraube. Oder wir müssen erst oben schrauben und dann müssen wir die Schrauben sehen. Pass mal auf. Komme ich da irgendwie ran? Komme ich so gar nicht ran. Da komme ich ja so gar nicht ran. Die Frage ist, oder muss ich hier reinsteigen? Oh, diese Fliege. Diese Fliege. Schon. Ich dachte, das Moskitospray hilft. Ist das jetzt nur, weil ich zu weit weg bin, oder? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Nein. Probiere jetzt einfach hier mich wild durch, aber also will ich das nicht anziehen lassen. Aber normalerweise kommt es. Das geht nicht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch. Und hier unten ist ja die Schraube. Kommt da noch was dazu? Gar nicht sagen. Also ich in der Folge kriege ich jetzt überhaupt nichts zustande hier. War nix. Ernsthaft. Du hast alle Schlüssel ausprobiert. Okay, da ist es. Wenigstens ein kleiner Erfolg. Na komm schon. Okay, ist fest. So, machen wir das da unten auch gleich. Ich wackel hier mir einen zurecht. Das ist nicht normal. So. Müsste aber die oben die gleiche Schraube sein, oder? Nee. Da komme ich nicht ran. Gehen wir mal rein. Ernsthaft, das sind andere. Machen wir das ganz anders. So. Komm mit, mein Freund. Du kommst jetzt damit rein. So. Ablegen.
So nicht. So. Also gut. Nächster Versuch. Nö. Den hatten wir gerade. Ernsthaft. So. Hat auch nichts. Brauche ich gar nicht beide Seiten probieren. Ein richtiges Geduldsspiel hier. Muss immer einen kleinen Tick vorgehen, um es dann zu packen zu können. So. Und dann wieder ein Stück vor in die Richtung. Nö, das wird nichts. Das wird nichts. Ah ja, jetzt haben wir es endlich. Eine Mutter ist das, ha? So, okay. Dann stoppen wir den mal wieder im Koffer. So, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Scheint auch dunkel zu werden. Sollen wir noch was machen? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Folgenpause und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Hat jetzt echt lange gedauert, tut mir auch leid, aber wie gesagt, ich muss mich da erst reinfuchsen, ne? Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Ciao!